Heute ist der zweite Tag und war das Mal, wo wir jetzt hingehen. Ich freue mich. Wo müssen wir nochmal hin? Wir hätten es aber echt noch besser ausschildern können. For your safety and comfort, this station operates. Wirklich alles vollgeklebt. Alles. Naja. Wir sind drin und das ist das Olympiastadion. Ich glaube, das ist das Aquatic Center. Das ist da drüben. Wo sitzen wir? Ha? Ah. Ah ja, da drüben ist die Hockey Arena. Wirklich riesig. Riesig. Ja. Oder ist das das Aquatic Center? Oh, ich habe gerade keinen Überblick. Es ist einfach so groß. Hui. Okay, also wir stellen uns jetzt für den Orbit an. Der Aussichtsturm hier. Ich habe auch in einem Bericht gelesen, der Eiffelturm für Arme. Also in dem Sinne, dass es halt so ein bisschen nachgemacht ist. Das ist eine riesige Glocke. Ja. Und ja, dann werden wir das Olympische Feuer von oben sehen. Ich freue mich. Tschüss. Hockeystadion, da sehen wir heute Großbritannien spielen. Ich freue mich. Cantando va, corriendo está, se ha ocultado tras la oscuridad. Durmiendo estás, ha salido ya, se dirige hacia tu corazón. Da werden wir dann Hockey sehen. Danke. Und seht da hinten das Stadion. Und hier hinten ist das Velodrom. Also der Olympiapark ist einfach mal riesig. Und es ist heiß. Es ist super sonnig. Aber ich freue mich hier zu sein. Das ist toll. Aha. Gleich geht's los. So, fast drin. Jetzt geht's aber auch erstmal nochmal dahin. Rein geht's. Thank you.
wieder alles abgebaut, wenn es vorbei ist. Also Trockenstaltung. Yeah.
careful as you see. Exit the grandstands, use the handrails, and follow any instructions given to you by our safety stewards, please. On behalf of the International Olympic Committee and the London Organising Committee for the Olympic and Paralympic Games, we hope you've had a great afternoon in the sunshine watching the fabulous hockey. Thank you for being part of London 2012. Enjoy the rest of your day. Thank you. Der Welt. Und es wird nur einfach auch existieren. Tschüssi Olympiapark, Tschüssi Olympiastadion, dem gerade die Massen losfeiern. Ich wäre so gerne mal drin gewesen. Aber na gut. Ja, das war's. Also ich habe zwar keine Angst vor Menschenmengen, aber wenn ich es hätte, würde ich zusammenbrechen und sterben. Krass. Wir nehmen jetzt nicht diesen Ausgang, wir nehmen nicht den Hauptausgang und Haupteingang und die Hauptstation, sondern wir nehmen jetzt West Ham Station. Steht auch hier an jeder von diesen lebenden Säulen dran, dass man das bitte machen soll. Und ja, letzter Blick. Das Stadion, aus dem jetzt 80.000 Leute rausstürmen, die alle nach Hause wollen. Ja, und so sieht es dann aus. Krass. Da ist das Aquatic Center, da ist gerade Turmspringen der Männer. Ja. Nur krass, halt über den Tag war es gar nicht so schlimm, aber jetzt krass. Man versteht sein eigenes Wort nicht. Ich will noch nicht raus. Aus geht's. Ja, hier seht ihr jetzt mein letztes Bild auf den Olympiapark, leider leicht verschwommen, aber in den Menschenmassen ging das nicht besser. Ja, das war mein Tag im Olympiapark. Es war der Hammer. Also jetzt im Nachhinein, ich habe es irgendwie immer noch nicht komplett realisiert, dass ich bei den Olympischen Spielen war und so nah am Stadion dran. Und ja, es war einfach ein traumhafter Tag. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video einen kleinen Einblick geben und dass du ein bisschen dran teilhaben konntest. Und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, zuzuschauen. Und dass wir uns auch bald in einem der zukünftigen Videos sehen. Vielleicht gibt es ja noch ein, zwei Videos zu London. Mal schauen, wie ich es zeitlich schaffe. Ich habe noch ein bisschen Material übrig. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das interessiert. Ja, und dann bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als euch einen schönen Tag zu wünschen. Und passt auf euch auf und genießt das schöne Wetter. Also dann, tschüss!